Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Ich schufte mir den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Ah. Ich werde dich befreien. Red keinen Unsinn. Die Orks werden dir das Fell über die Ohren ziehen. Das werden wir noch sehen. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber besorg mir eine Schmiede ohne Orks. Verstehe. So. Dann haben wir hier einen Krieger, einen Speer, noch ein Speer. Wer bist du? Torfkopf! Topork. So, den Speicherstand jetzt. Ich glaube, mit dem 2 komme ich ganz gut hin. So. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Deine Mama. Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich gehöre meinem Herrn Innos. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Nee. Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Niemand besiegt mich, Mora. Da! Da! Boah! Da. Ja, ja. Aua, wieso hat... Aua! Du hast Gold, die Waffe gehört jetzt mir, Mora. Nein, gehört sie nicht. Steh auf. Hat er mir jetzt echt meine Waffe... Der Drecksack, die lag doch eben noch hin. Nee. Stopp. Laden. Das lasse ich ja so schon mal gar nicht auf mir sitzen. Ich glaube, ich muss den mal raus in die freie Wildnis locken und dem die Fresse polieren. Das Haus hier ist mir doch zu eng. Und dann heißt es wieder, kleine geschickte Schläge aus der Deckung. Es ist echt schwieriger hier zu kämpfen. Ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen. Wir sind jetzt, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, bestimmt bei der 5. Folge. Und ich habe mich noch nicht richtig ans Kämpfen gewöhnt. Ja. So. Na komm. Wow. Ja, komm her. Komm her. So feige wie du kann ich auch. Aua. Komm her. Na komm. So, alles meins. Nichts zu holen. Damit habe ich dich besiegt, Kollege. So einfach kann es doch gehen. Eine Waffe hat er jetzt nicht mehr. Das ist schon mal gut. Na komm, steh auf. Dafür soll ich dir deinen Scheiß hintern, du Kasper. So schlimm waren die Verletzungen jetzt auch wieder nicht. Jetzt stell dich nicht so an, du Memme. Du hast mir viel Schlimmeres angetan. Ja, von wegen. Du hast dich gut geschlagen, Mora. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Ich will den Sklaven da draußen. Obwohl, nee, den können... Ich will Gold. Ich will Gold. Sollst du haben, hier hast du dein Gold. Und jetzt gehe, ich hab zu tun. Haha! Ich habe das jetzt absichtlich gemacht. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen arschig. Ich hätte ihn jetzt auch direkt befreien können. Aber ich bin ja so ganz clever. Das ist meine Lebensenergie. Ich hau dem ja sowieso alle hier die Hucke voll. Und dann ist er eh frei. Also habe ich mir jetzt A, etwas Gold verdient. Ich frage mich B, wo der das überhaupt her hatte, jetzt das Gold. Weil ich ihn ja so ein bisschen ausgeraubt habe. Das ist Krieger, das war ein Speer. Na komm, schau einfach mal drauf. Aua. Ja, das war eine blöde Idee von mir. Ich sehe es ja ein, das war eine saudumme Idee von mir. Das lade schon mal. Entschuldigung, das war jetzt nicht eine scheißdumme Idee von mir. Das so zu machen. Ich werde sie auf Entfernung angreifen.
Sonst hat das keinen Sinn, wenn drei Orks vor mir stehen, die mir da mit ihren Riesenwaffen tierisch die Fresse vollhauen. Dafür bin ich einfach noch nicht stark genug. Später können wir das gerne alles machen, aber jetzt noch nicht. So, ihr hockt euch mal alle wieder hin. Genau, du rauchst ein bisschen Pfeife, du machst ein bisschen das, du machst ein bisschen jenes. Und ich schau mal, was habe ich eigentlich noch für Pfeile? Fällt mir gerade mal so ein. Feuerpfeil. Klingt doch auch lustig. Schauen wir mal. Und Feuer. Wie haben die später... Wo hat der Kerl da hinten denn schon wieder eine Waffe her? Nö. Ich bleib nirgendwo stehen. Ich renne einfach mal um mein Leben. Auf zu lecken hier. Auf zu lecken, hallo? Wer will was? Da oben. So. Und bam. So, schauen wir mal, ob wir das ganz schnell regeln können. Jawohl, das haben wir schon mal geregelt. So, stech mit dem mal schnell ab. Ja, nee, der will noch nicht so ganz. Abstechen, bevor er wieder aufsteht. Der zielt ja wie ein Suppenhuhn. Aua. So, den habe ich aber definitiv abgestochen. Komm her, Krieger. Ich bin dabei, ich bin dabei. Und der Dicke da drin ist keine Gefahr mehr für mich, wenn die immer weg sind. Da ist der Krieger hier ganz ehrlich gesagt härter im Nehmen. Es ist ja ein bisschen fies, weil ich mit der Armbrust mit dem Bogen einfach wesentlich schneller... Aua! Ich wollte sagen, wesentlich schneller bin. Oder vielmehr, weil ich mich bewege. Aber selbst schuld, wenn er nicht näher rankommt, oder? Da können wir... Aua, 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 aua. Feuer. Gut, der ist auch weg. Schluck und erstmal was trinken. So, wir wechseln nochmal. So wollte ich machen. Aufheben. Noch mehr Gold für mich. Hat er denn so alles dabei, die Kerle? So. Da liegt noch was. Ein Huhn. Da rennt ein Huhn. Ich höre als die Wölfe im Hintergrund. Ja, Leute, es gibt einen Kampf. Helft mir bloß nicht, oder? So, Waffe wechseln. Haha, so. Jetzt fasst du sie noch. Und tschüss. Das war's. So, ausgenommen hatte ich ihn ja schon. Kollege, du bist frei. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Es geht los. Ich bring dich weg. Gut. So. Wir nehmen aber jetzt auch erstmal was zum Heilen. Ich muss jetzt gleich Heiltränke kaufen. Das nehmen wir mal. Ich muss gleich dringend Dings kaufen. Und da kann ich auch gleichzeitig schon mal zum Innos-Schrein rüberrennen. Und kann dort zumindest meinen Lebenspunkt erhöhen. So, Cliff, komm mit. Ja, damit haben wir schon mal die ersten Orks auch wieder abgeschlachtet. Oh, das macht Spaß, so früh im Spiel Orks zu plätten. In den ersten Gothic-Teilen will man das sein ganzes Leben lang quasi. Und hier macht man es sofort.
Da sind wieder unsere Freunde, die Hirsche. Die sich gleich verpissen, sobald man kommt. So, Schmiedchen, komm. Keine Scheuigkeit vor Müden, Müdigkeit vor Scheuen. Nee, auch nicht. Ich hoffe, es gibt hier irgendwann, ich weiß es nicht mehr, ob es sie gab, eine Schnellreisefunktion, dass wir zwischen den Orten hin und her kommen. Weil sonst wird das hier echt ewig dauern. Aber schön, guck mal hier, wie die Hirsche da vor uns hinwegrennen. Ein bisschen schade ist, dass es jetzt wirklich alles Hirschbullen sind, so wie das ja aussieht. Aber trotzdem, es sieht sehr hübsch aus. Also rein technisch gesehen macht Gothic 3 schon was her. Ich habe mich jetzt auch schon wieder an diesen Look gewöhnt, den das Spiel hat. Er ist ja so anders wie Gothic 1 und 2, aber doch irgendwie schön. Irgendwie doch sehr schön. So, und welche? Ich glaube, die Wildschweine da oben, das Wildschwein. Och, nee. Bitte nicht. Komm einfach mit. Lass die Blutfliege mal da, wo sie ist. Und sie lässt uns auch zum Glück da, wo sie ist. So, die sind da wieder fleißig am Arbeiten. Komm mit, Schmied. So, das ist Brandon. Brandon Schmied, Schmied Brandon, Cliff. Eisenhalm. Ich habe ja eben Eisenhahn oder sowas gelesen. Aber man lernt ja immer dazu. Und da ich ja diesmal nicht so... Ich will diesmal keine Alchemie machen. Das habe ich ja im letzten Gothic gemacht. Es ist zwar alles ganz schön, aber ich denke, das sind Heilkräuter. Ich kann meine Lernpunkte für Besseres gebrauchen. Da ich diesmal richtig hier der Powerman bin, ich will ja schwere Diebes-Skills machen. Das wurde mir auch von einigen gesagt. Sie hätten gern, dass ich diesmal den Dieb mache. An dieser Stelle schönen Gruß an Algi, der weiß, wer gemeint ist. Und wir rennen hier runter. Gleich hast du dein Schmiedrebellenlager. Und ich bin auch überlegen, wenn ich die Diebes-Skills mache, ob ich dann nicht auch Alchemie, sonstige Talente, also Akrobatik auf jeden Fall. So, Reset gegen Kälte. Mhm. Magietalente wollte ich nicht machen. Ob ich vielleicht Schmied mache? Schärfe, ja, ist auch schon was Schönes. Ja, wir gucken mal. Hat er eben auch schon hier gestanden? Achso, der wollte ja, dass ich dem so komische, ein paar komische Botengänge mache. Da hatte ich alles keinen Bock drauf. Darum habe ich ja gesagt, er kann mich mal gern haben. So, Chefe, wo steckst du? Da drüben. Xavier. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Jo. Cliff. Vielen Dank, Fremder. Nimm dies hier von mir. Boah, noch mehr Gold. Sehr gut. Bring mir was über das Schmieden bei. Schmieden. Wie kann ich schwere Rüstung richtig nutzen? Das lerne ich also alles bei dem. Ende. Nochmal reingucken. Paladin macht zusätzlichen Schaden gegen Belias Kreaturen. War hier nicht irgendwo was? Von wegen. Ach genau. What the fuck? Okay. Was hier so alles gibt diesmal. Geile Sache. Wir schauen nochmal. Kampf mit zwei Klingen. Oh, das ist bestimmt auch geil. Ich denke mal, auf das wird es letztendlich hinauslaufen, dass ich zwei Klingen benutze. Oh, fett. Gut, jetzt wollte ich hier gerade mal gucken. Wie war das hier mit der schweren Rüstung? Rüstung verbessern. Eltern Rüstungsbonus für alle Rüstungen. Aha. Na, ich denke mal, der kann mir jetzt aber noch nicht so viel anbieten. Stattdessen kann er mir lieber ein paar Waren zeigen. So. Schwerer Schwertkämpfer. 16.000 Gold! What the fuck? Wer soll das denn? Oh, Jagd geschickt. Ach, sein Degen. So, Schwert. Ja, ist noch nicht so viel dabei jetzt, was ich groß benutzen kann. Das ist eine große Waffe. Große Waffe wollte ich ja diesmal nicht benutzen. Das kann weg. Das kann
auch weg. Das kann weg. Tauschen wir schon mal gegen Gold aus. Und ich habe wieder 2700. Sehr gut. Jetzt gerade mal die Frage. Muss ich jetzt echt darüber rennen, um... Zauberwurzel, alles Zeug. Was ist hier? Was bist du dann? Ein Goblin. Was bist du, süß? Okay. Na, die polieren mir gerade die Fresse. Ich wollte gerade fragen, muss ich jetzt wirklich in dieses andere Kaff rennen für die blöde Innos-Statue? Es scheint aber so... Ja, genau. Ihr geht mal drauf. Ich komme, ich mache mit. Jetzt mache ich mit. Jetzt bin ich nicht mehr so feige wie vorher. So, der ist weg. Wenn die sich mit anderen beschäftigen, kann ich wunderbar zuschlagen. Ja, wieder Level Up. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Richtig. Und überall kleben Pfeile rum. Gut, ey, man geht am Anfang echt so verdammt schnell Level Up. Sind wir schon Level 6. Hat es bei Gothic 2 auch so funktioniert am Anfang? Ich glaube nicht. Wir sind ganz schön oft durch die Gegend gegimpt. Aber nix wie hoch jetzt hier. Unsere Ausdauer erhöhen. Zurück in die Stadt. Unser Leben erhöhen. Ganz wichtig. Das brauchen wir jetzt unbedingt für die nächsten... für unsere nächsten Schachzüge. Es bringt nichts, wenn wir nur die 220 Leben haben, die wir momentan haben. Wir merken ja, wie schnell wir platt gehen. Und vor allen Dingen, dass unser Leben ja nicht mit dem Level hochgeht. Dann müssen wir das jetzt mal beheben. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Hoffentlich regnet es dann nicht wieder. Oder immer noch. Na super. Speichern. Gespeichert ist. Sehr gut. Mhm. Tatsächlich. Ich habe mich gerade in der Uhrzeit gewundert. Lauf, Forest. Lauf. Ich frage mich, ob im Jagdgeschick auch unsere Ausdauer da eigentlich hoch. Höher geht. 150? Ja, wir laufen einfach mal fleißig. Vielleicht hilft ja das alleine schon, unsere Ausdauer hochzutreiben. Ich weiß sowieso, dass ich jetzt wieder an der Innos-Statue etwas blechen darf, weil Innos ja so ein gnädiger Gott ist und einem nur zuhört, wenn man die Brieftasche öffnet. So, hast du mir noch was zu sagen? Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ja, dank mir sind die hier, du Kasper. Und du wolltest mich vertreiben. Schmied? Zeig mir deine Ware, was hast du Tolles? Bastardo-Schwert. Machst du das gleiche wie drüben, der, ne? Da ist sie, die Innos-Statue. Händler, Rebell... Innos. Großer Gott. Gewähr mir Wissen über alte Magie. Da ist Ausdauer. Gewähr mir Lebenskraft. So, 3, 4. So. Auf 300 erhöht. Da lacht das Herz. Da spuckt der Ork. Der Metzel, der rennt gleich mal fort. So, ich brauche jetzt aber noch einen Händler. Hier war doch gerade noch einer. Ware zeigen. Sofort, Hosen runter. Trank, meiner. Nehm ich. Gekauft. Fleischwanzen-Ragout, einfach lecker. Ich habe keine Fleischwanzen. Fackeln könnte ich auch gebrauchen. Dietrische, ja, komm, nimm auch mit. Goldausgleich. Tauschen, schließen. Danke, bitte. Befreiter Sklave, alles befreite Sklaven, alle danken. Moah! Bin ich eine geile Sau oder was? Nein, hier ging es nicht raus. Aber wohl in den Süden muss ich ja, oder? Moment mal, Karte. In den Süden muss ich nicht. Mehr oder weniger muss ich in den Süden. Ich bleibe auf dem Hauptweg. Es hat keinen Sinn, ich bleibe auf dem Hauptweg. Wenn ich jetzt hier quer durch die Gegend renne, ich kenne mich hier noch so null aus. Da bin ich hier Ewigkeiten unterwegs, dann treffe ich wieder irgendwelche Gegner, dann verrecke ich wieder unterwegs. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja nicht die ganze Zeit im Ladebildschirm hängen, nur weil der Metzel als am Sterben ist. So, aber mit dem mehr Leben. Ach, schaut's euch an. 300, da steht's. Ah, ich krieg ein Kind. Nee, damit kommen wir definitiv schon mal weiter.
Auch wenn wir den Aufstand in Kap Dun anzetteln. Was wir auf jeden Fall werden. Wir wollen ein bisschen Stress schieben.